Es geht weiter mit Mount & Blade Warband. Willkommen zurück. Wir reiten mal nach Fedner und greifen die Banditen an. Wie können sie es wagen, ein Dorf zu besetzen, indem ich mir gerade ein paar Räuberkriegrüten holen wollte? Hat da noch irgendjemand Worte für? So, alles was Infanterie- und Schützenmäßig ist, die bleiben mal zurück. Die haben nämlich eh keine Chance. Wo sind sie denn, die Luder? Ich höre, aber sehe nicht. Na, wirst du wohl treffen. Ins Gesicht. Jetzt lasst mich halt mal was treffen. Gut. So macht man das. Hervorragende Arbeit. Es hat wieder mal alles geklappt. Nee, behaltet ihr das Zeug mal. Ich nehme mir lieber noch ein paar Rekruten mit. Wie sieht's denn eigentlich aktuell aus mit unserer Ehre? 16, na das klingt doch nett. Das klingt doch nach was ganz Leckerem. Cheremus, pass mal auf, mein Freund. Ach, wir hatten die schon versammelt. Warum ist denn der dann nie aufgetaucht, feige Sau? Können wir hier nicht irgendwo vielleicht noch den ein oder anderen Rodok-Fürsten abschwafeln? Ach du! Es tut mir leid, ich kann euch nicht einfach fortreißen lassen, nicht so ungut. Ach du Schande. Wir haben schon mal so eine Übermacht überwältigt. Allerdings hatten wir da ein paar Reiter mehr. Schützen, ich verlasse mich in dieser Schlacht auf euch. Das ist alles, worum ich bitten kann. Zu viele Hügel, auch für meine Schützen, verdammt. Aber der Feind ist unvorsichtig. Er denkt, Übermacht reicht und formiert sich nicht richtig. Was unser Eingang sein kann. Der Eingang in ihre Reihen. Da sind ein paar viele Truppen auf dem Felde, hä? Es hängt manchmal einen kleinen Augenblick. Aber keine Angst, bald gibt's genug Tote, dann läuft hier alles geschmeidiger. Wie ich einfach nur auf die Feinde feuer, ne? Ah, die feuern zurück. Das ist unfair. Wir brauchen unsere Truppen sofort hier hinten. Die Schützen müssen hier Aufstellung beziehen. Weil ich fürchte, es wird hier auch noch Verstärkungstruppen geben. Das war im Leben noch nicht alles, was wir hier zu erwarten haben. Keine Pfeile mehr. Ungünstiger Zeitpunkt. Hört sofort auf, meine Reiter von den Pferden zu holen, du. Wo bleiben die Schützen verflucht? Wir brauchen die. Ah, ich höre die Bolzen singen. Unsere Schützen sind da. Jetzt wird sich das Blatt gleich wenden, das sage ich euch. Versucht die Schützen zu schützen. Den wollte ich haben. Du bist weg. Nicht gut. Ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Ich muss hier ganz schnell weg. Aus dem Weg. Aus den Augen, aus dem Sinne.
Oh, verdammt, noch mehr Rodox. Gegen so viele sind wir nicht vorbereitet. Verflucht. Wir ziehen uns zurück. Lass das doch bitte sein. Greif den Feind an. 24 gegen 91. Wir haben keine Reiter auf unserer Seite. Das ist schwer. Das ist schwer. Das wird ein hartes Spiel, Leute. Das wird ein hartes Spiel. Ob wir das hinkriegen? Bin ich voll in die Falle der Rodox geritten, weil ich nicht aufgepasst habe. So ist das. Wenn man zu denkt, die Position ist zu sicher, dann begeht man Fehler. Und diese Fehler sind es, die mich immer wieder zu Sturz bringen. Ah. Ich habe hier verdammt viele Scharfschützen bereit. Und unser Leben werden wir sowas von teuer verkaufen. Gebt euer Bestes. 24 gegen 91. Wenn ihr es schafft, die Hälfte von denen zu töten, bevor sie bei uns sind, dann haben wir eine leichte Chance. Aber das werdet ihr nicht schaffen. Wir werden uns zurückziehen müssen. Das sehe ich schon kommen. Ein Kugelhagel. In dem Fall eher ein Bolzenhagel. Ihr müsst auch mal was treffen, Leute. Ihr seid Scharfschützen, ihr seid Rodox Elite. Ihr müsst die Feinde töten. Die kommen viel zu dicht ran. Gut gemacht, endlich mal ein Toter. Sieben Tote, es läuft. Na, die sind so nah an uns dran. Und das ist der Moment, wo wir uns zurückziehen. Verdammt, das geht so nicht. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich kann doch nicht meine ganze Armee jetzt verlieren. Wenn ich das mache, greifen die eine unserer Burgen an. Das darf ich nicht zulassen. Ich kann hier auch keinen Sieg mehr erringen. Meine Armee ist zu geschwächt. Ich habe ihnen zu viel zugemutet. Es ist einfach so. Gegen 72 Leute kann ich nicht gewinnen. Im Traum nicht. Schon. Ach, ist das eine haarische Situation. Hey Leute. Ich habe zwei getötet, das muss genügen. Ja, klasse, warum ergeben? Warum nicht? Ja, kommt. Nö, ist gut. Ist alles gut. Haben die sich hier versammelt, die Hunde? Und wenn, die lassen mich gleich frei und dann habe ich gleich wieder alle am Sack, weil ich hier mittendrin stehe in der Masse? Nee, geht sogar noch. Die wichtigsten meiner Fürsten habe ich auch noch unter meiner Kontrolle. Nee, 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 nee. Wieso habt ihr denn so viele Truppen? Das ist überhaupt nicht möglich. Ihr habt keinerlei... keinerlei vernünftige Rekrutierungslehen mehr. Ihr habt vier Dörfer, Lies. Wo habt ihr die Truppen her? Sagt's mir sofort. Ich will's wissen, sonst werde ich sauer. Ich muss jetzt erstmal alles abreiten, hier ganz schnell mir Truppen ranholen.
Zwischenstopp in Veluca. Erstmal in die Schenke. Ich brauche jetzt erstmal ein Bier. Oh, shit. Von wo denn? Was willst du denn? Wer noch? Gibt's noch wen irgendwo? Ich bin heute nicht in guter Laune, Freunde. Mich solltet ihr heute besser in Ruhe lassen. So, auf in die Kneipe. Schönen guten Morgen, ein Reisender. Kann ich den gebrauchen? Firentes und Bundog sind weg. In Jalen, ja, wahrscheinlich in Gefangenschaft wirften die beide sein, denke ich mal. Sieht's denn aus, meine Waffen habe ich noch, das ist schön. Dann nehme ich noch ein bisschen Nahrung mit zur Sicherheit. Und dann machen wir erstmal weiter mit der Rekrutierung. Hier haben wir 6 abgestaubt. Auf nach Nomar. Hier haben wir auch nochmal 3 abgestaubt. Yaranga. Weil wenn die mit der Streitkraft jetzt was belagern, dann können wir nichts groß unternehmen. Da sag ich's gerade schon, geht's los. Aber wir hätten auch mit unserer Armee wahrscheinlich nicht viel machen können. Weil das ist ja doch nochmal ein gewaltiger Brocken, ne? Den sie da ausgebuddelt haben. Aber wir regenerieren uns schnell. Wir haben schon wieder so viele Rekruten. Das wird denen noch sehr, sehr leid tun. Schreit mal hier rüber heimlich, still und leise. Gut, Rodok-Stammeskrieger. Erstmal ein paar schöne Armbrustlümmel. Hier haben wir noch ein paar Milizen am Start. Burg Maras wurde erobert. Fragt sich nur, wie stark die jetzt bemannt ist. Anscheinend stark genug, dass sie uns auf die Plauze reiten wollen. Aber wir kriegen den alleine gestellt. Das habe ich mir schon fast gedacht. Bitte schön, Fragezeichen. Gut, dann werden wir euch neuen platt machen, wir 52 Männeln. Was überhaupt kein Problem sein dürfte. Positioniert euch, Männer. Neun Soldaten, das ist doch kein fairer Kampf. Die machen wir zu Hackfleisch. Zu Mischhackfleisch, das sage ich euch. Lord Peter wurde besiegt, na uns? Das hat überhaupt nichts zu sagen. Jeder große General verliert hin und wieder mal eine Schlacht. Aus verlorenen Schlachten kann man Stärke ziehen. Das war der Moment, wo mein Pfeil hätte sitzen müssen. Ja, ist ja gut. Oh, shit. Ich dachte, mein Pfeil trifft den noch. Aber was soll's, die paar Männels hier, die machen wir auch noch platt. Aber ich bin treu und stehe auf Ehre. Also schicke ich ihn in die Leere. Bitteschön. Bitte sehr. Da hast du. Behäsch du, mein Freund. Du bist bei mir als Konstrukteur am Arbeiten. Dann zeig mir mal deine Fähigkeiten. Ich mach dich mal klüger. Was kriegst du denn? Kriegst du hier 2 Punkte drauf? Das wird dich freuen. Den wichtigsten habe ich sowieso noch im Trupp. Der Ceremus, der ist als Arzt unentbehrlich.
Das ist nur das Problem, dass der aufholt, ne? Nee, 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 nee. Gar nicht mal. Der kann uns nämlich hinterher blasen, wie er will. Der kriegt überhaupt nichts von uns zu sehen. Außer Qualm und tote Ratten. Ruluns, ich bräuchte Rekruten. Hier war ich überall schon, was? Naja. Fußsoldat, Milizen. Hier haben wir noch ein paar Armbrüstlis. Dann weiter. Da hagelt es ein bisschen Gehalt. Hier haben wir nochmal drei Truppen. Jetzt gucken wir mal, ob der Chef persönlich da ist. Nö. Wo der sich immer rumtreibt, möchte ich gerne mal wischen. Also 7 neue swadische Rekruten. Sollen wir uns noch ein paar schöne Schützen rekruten? Mensch, schon haben sie sich eine Burg zurückgeholt. Na und? Ist mir doch egal. Als ob ich wegen einer Burg jetzt rumheul. Ja, die war so schön. Ey, die können uns Leiden geben, uns aber keine Rekruten, oder was? Das kann ich ja auch leiden, ihr Geizkragen, ihr. Noch mehr Schützen, bitte. ...74 gegen 72, hä? Allerdings bin ich immer noch recht schwach auf der Brust. Daher würde ich den Kampf gerne vermeiden. Was ich aber anscheinend nicht kann. Ich wollte auf Truppen drücken, nicht bewegen. Och, scheiße, ich wollte doch noch mal. Kann ich dich nicht ein bisschen... binde dieser mich nicht, bla bla bla. Regiert und ich will meinen Treuschwur einfach nicht brechen. Können dich Ländereien irgendwie locken? Das ist gut. Dann will ich nichts gesagt haben. Willkommen im Club, mein Freund. Willkommen im Club. Das ist ja schön. Müssen wir uns doch nicht rumkloppen. Folgt mir. Weil euch können wir gut gebrauchen hier mit euren Truppen. Da erobern wir jetzt nämlich das, was sich die elenden Rodoks zurückgeholt haben. Der König hat sich das persönlich gegeben. Der Quallenkopf. Den prügeln wir raus. Mal sehen, ob der hier... Ach, das ist der König persönlich auch noch. Die Audienz ist beendet. Wir belagern dann mal. 5 Stunden, so sei es. Weil mit den Truppen unseres Fürsten hier können wir das locker regeln. Während unsere Infanterie hier unten bleiben soll. Ich müsste mal bitte nach oben. Weil auch ich würde gerne ein bisschen mithelfen. Sofern nämlich Last natürlich. Wieso treffe ich denn nichts? Ah, ich habe endlich was getroffen. Los, Schützen! Boah, da steht doch einer dahinter. Des Königs Männer nehmen wir in die Burg direkt wieder ab. Das ist unser Plan und der wird umgesetzt, weil ich das so will. Und ihr kennt mich, ich bin sehr besitzergreifend, wenn es sein muss. Nur mit dem Bogen noch eine Niete. Ich darf doch mal hier über die Schulter springen oder auch nicht. Jetzt seid doch nicht so gemein. Lasst mich doch mal durch. Gut, die räumen ganz schön ab. Wie sieht's aus? 90 Gegner bereits tot. Unsere Infanterie wurde noch gar nicht gebraucht. Das ist aber eigentlich ein guter Zeitpunkt, um die jetzt doch mal angreifen zu lassen.
Schwupp. Ich bin drüber über den Jordan. Oh, das war mein letzter, ja, sowas. Das konnte ich ja jetzt nicht schnuppern. Ich meine, ich hätte es sehen können, aber ich guck doch da nicht hin. Sind aber eh nur noch 18 Feinde. Danach haben wir den König persönlich geplättet in seiner neuen Burg. Das wird den Rodox einen gewaltigen Aua versetzen. Na los, prügelt sie von den Mauern. Die Palisaden sollen am Ende des Tages rot gefärbt sein vom Blute der Feinde. Also vorwärts jetzt. Wir haben keine Zeit, hier Stunden zu verdaddeln. Bisschen mehr Anstrengung. Drei Feinde noch, zwei noch, einer noch. Feierabend, wie das duftet. So Leute, nach diesem Sieg machen wir für heute Schluss. Danke fürs Zuschauen und tschüss.